Das Olympiastadion ist ausverkauft. Die Spiele können beginnen. 75.000 Hamburger haben ihre Figur in das Modell des Miniatur-Wunderlandes gesetzt, um Flagge für Olympische und Paralympische Spiele 2024 in Hamburg zu zeigen. Für Wunderland-Mitgründer Frederik Braun war die Aktion ein überwältigender Erfolg. Es war eine absolut geile Zeit. Wir waren so nervös, ob das hier funktionieren wird, ob die Menschen die Figuren da reinsetzen. Und ich bin echt eigentlich traurig, dass es jetzt vorbei ist, weil ich habe es geliebt, hier am Stand zu stehen, den Leuten zuzuschauen, wie euphorisch sie diese Figuren da reinsetzen, wie sie sich mit dem Thema Olympia beschäftigen, wie sie dafür sind, wie sie teilweise auch skeptisch auf diesen Stand gekommen sind und begeistert wieder rausgegangen sind. Das ist jetzt in dieser Form erstmal vorbei. Jetzt bleibt es zwar noch stehen und die Leute können Fotos machen, aber das war schon echt, das war ein ganz großartiger Monat. Vor der Eröffnungsfeier gilt es allerdings noch einige Hürden zu überwinden. Mitte März wird der Deutsche Olympische Sportbund eine Entscheidung zwischen Hamburg und Berlin treffen, ehe das IOC 2017 endgültig den Ausrichter bekannt geben wird. Ich glaube, gerade wenn der IOC nachdenkt über nachhaltige Spiele, dann ist Hamburg wirklich ein absolutes Modellbeispiel dafür. Denn man kann viele der Sportstätten direkt ja zu Fuß, per Fahrrad oder auch mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen. Und da sind eben die Sportstätten und die möglichen Lagen schon hervorragend eingebunden. Die Unterstützung in Hamburg wächst. Auch der HSV steht hinter den Plänen der Stadt. Vorstandschef Beiersdorfer glaubt, dass vor allem der Zusammenhalt der Bürger durch so ein gemeinsames Ziel gestärkt werde. Daher initiiert der Verein selbst eine groß angelegte Aktion. Ja, wir machen das in unserem zweiten Saisonheimspiel in der Rückrunde gegen Hannover. Wollen wir unser Heimspiel im Zeichen der Olympiabewerbung für Hamburg setzen und planen dann natürlich Choreografien. Das ist alles noch nicht ganz hundertprozentig reif, das zu sagen, aber natürlich, wir wollen informieren, wir wollen zeigen, dass wir wie eine Eins hinter dieser Bewerbung stehen mit unseren Fans, mit unseren Bürgern, mit unseren Anhängern und versuchen natürlich auch unsere Fans davon zu überzeugen, eben auch dahinter zu stehen und für die Freie und Hansestadt Hamburg alles zu geben, die Olympia nach Hamburg zu holen. Die Zukunft des Stadions ist noch offen. Einen Monat lang wird man es noch in der Europapassage bewundern können. Dann wird es an einem noch unbekannten Ort ausgestellt. Vielleicht als Denkmal einer erfolgreichen Bewerbung.